fast wie ein Bruder für mich. Und wir alle schulden ihm unser Leben. Willkommen. Soll ich ihm jetzt plötzlich den Rücken zudrehen? Zurück, Freunde, bei Skyrim. Wir sind hier irgendein Verräter auf der Spur und haben im letzten Part uns mal in einem Grab versteckt, um herauszufinden, wer es ist, und haben nun also einen Schlüssel bekommen, um uns in der Wohnung umzusehen. Schwupp. Oh, hallo? Ach du. Zack. Nicht so weit. Wow. Das war doch ein bisschen heftiger, als ich erst jetzt so vermutet hätte. Ich würde mal sagen, wir heilen uns mal schnell. Ganz viele Seelensteine. Was sollen wir jetzt machen? Ach du meine Güte, Ziele. Finde Beweismittel in dem Anwesen. Das heißt, wir müssen erstmal. Axt, Schwerter, Totenschädel. Wir sollen also Beweise finden. Wir waren da schon. Ganz viel Geld. Aber Beweise? Was denn für Beweise? Wenn wir rausgehen, schickt er uns wahrscheinlich wieder rein, oder? Ja, das heißt, wir müssen hier drin irgendwelche Beweise finden. Was genau sollen wir denn machen? Ja, Beweise finden, toll. Suche nach Beweisen, aber was... Hier war nur Geld drin, okay. Buch. Hier ist nichts. Hier ist noch eine Truhe. Ah
Scheiße, nirgends sowas. Fackel. Das sind ja keine Beweise. Nichts ist das, nichts. Totenschild ist doch auch keine Beweise. Tschüss. Wenn man jetzt wüsste, wonach genau man suchen soll. Ja. Beweise. Boah, schau mal, wie viel Gold, wie viel Eisen und wie viel Stahlbarren hier rumliegen. Was soll ich denn suchen? Hilfe! Ich nehme einfach mal alles mit. Und habe da zu viele Sachen. Voll blaue Robe brauche ich eigentlich nicht. Ups, ausgerüstet. Immer noch zu viel. Was soll ich denn hier für Beweise suchen, ey? Ich weiß es nicht. Ganz viele Seelensteine und da haben wir wieder zu viele Sachen. So, das ist ein Schild. Hier gibt es keine Beweise. Huh.
Das schickt uns direkt wieder rein. Das heißt, irgendwas muss ja da drin sein, aber... Ich habe keine Ahnung, was. Verdammt nochmal. Hier gibt es denn nirgendwo einen Brief oder irgendwie sowas, was erklären würde. Oder sehe ich hier geschickt irgendwas? Warum soll ich einen Totenschädel klauen? Oh yeah. Sind ja alle leer, ist nichts mehr drin. Was für ein hässlicher Schädel. Da hängt einer unter der Decke, auch nicht schlecht. Ach Mann, ey. Hier ist doch nichts. Das ist Feuersalz? Feuersalz. Sieben Stück haben wir dann inzwischen. Mammutstoßzähne. Acht Feuersalze. Okay. Ah, das ist Knochen mehr. Schade. Was ist das hier? Auch nicht, sie ist auch nicht, da haben wir das Ding hingeschmissen. Hier ist auch nichts weiter. Tja. Also ich weiß nicht, was man hier finden soll. Aber wir sollen da rein. Aber da ist nichts. Ah. Da muss aber was sein. Aber hier 5 Sterne. Nichts Besonderes und der hat auch nichts Besonderes. Och Mann.
Tja. Ich habe mich ja auch schon überall umgeguckt. Hier ist doch nichts. Hier gibt es nirgendwo Brief oder irgendwas, was erklären würde, ob... ob sie hier das extra freiwillig gezwungenermaßen oder sonst irgendwie sowas macht. Auf jeden Fall finde ich hier nichts. Tja. Ich weiß es nicht. Nee. Das ist doch alles doof. Na, Freunde, ist das? Ich werde den Part dann heute jetzt mal ein bisschen früher beenden. Und ja, wir sehen uns dann hier im nächsten Part. Hoppala. Dann wieder und ich sag erstmal bis dahin und ciao.